So, hi und hallo mal wieder. Wie ihr seht, sind das meine ersten offiziellen Das Erwachen der Macht Star Wars Booster. Ich habe hier vier Tütchen mal mitgebracht oder vier Booster, drei verschiedene Motive. Erste Motiv. Zweite. Und dritte. Das habe ich doppelt. Und was ich da jetzt für Karten drinne habe. Und wie sie aussehen, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. So, mein erstes Booster, was ich hier öffne, das Erwachen der Macht. Das scheint ein Puzzleteil zu sein. Die erste glitzernde, hochwertige Karte. Und von hinten sehen die ja so aus. Oh, was ist das denn? Sehen schon etwas anders aus wie von Starter Pack. Und wo ihr die Booster natürlich sicher und bequem bestellen könnt, werde ich versuchen, immer unter das Video zu verlinken. Ab März 2016 kommen die anderen Karten raus. Aber dazu später mehr. Jetzt genießen wir weiterhin die ersten Karten. Und ob ihr sie sammelt oder vielleicht schon angefangen seid, postet mir. Posten, posten, posten. Weil zu der Serie könnt ihr mir fast alles posten. Auch wieder etwas hochwertige Karte. Da ist er. BB-8. Entschuldigung. Nächste Booster. Da bin ich ja richtig gespannt, wie da die Karten noch aussehen werden. Der Klassiker Chewbacca. Und schon wieder eine hochwertige Karte, so wie das aussieht. Richtig glitzerhaft. C3PO. Da bin ich ja mal gespannt, wie schnell diese Preise steigen. Und wie selten sie sind. Und hier kommt es nun. Das vierte und letzte Booster für heute. Und natürlich meine ersten Star Wars Booster. Das Erwachen der Macht. Und wie ihr sie findet, postet mir auf jeden Fall. Weil das möchte ich echt wissen. Oder ob ihr die auch sammelt. Wieder eine glatte Glitzerkarte. Der sieht da richtig böse aus. Ah, so sehen die in Starter Pack am Anfang raus. Also. Vier Booster aufgemacht, zwei hochwertige Karten schon entdeckt und sage deshalb wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.